Geschlossen mit dem Tagesordnungspunkt 9. Und dazu haben wir einmal dann die Fraktionsrunde und vorher haben wir festgelegt Rederecht für Herrn Ralf Minge. Und wenn ich um Aufmerksamkeit bitten darf, und natürlich, Herr Minge, Ihnen ist das Mikrofon, so wie für jeden im Stadtrat, 5 Minuten Rederecht. Bitte schön. Und ich sage schon mal zwischendrin, die Fraktionsrunde beginnt dann mit der SPD-Fraktion, dass Sie sich vorbereiten können. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Anwesende. Am 19. Januar 2022, wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag, ist mein langjähriger Freund und Mitstreiter Dixi Donner verstorben. Zur Trauerfeier am 3. März 2022 im Rudolf-Harbig-Stadion hatte ich die schwere Aufgabe, zu Ehren von Dixi Donner die Trauerrede zu halten. An diesem Nachmittag wurde noch einmal sehr deutlich, welchen Stellenwert Dixi für den Verein, die Stadt Dresden und eine ganze Region hatte. Um dies noch einmal zu verdeutlichen, möchte ich einige Passagen aus der Rede hier zitieren. Hans-Jürgen Donner hat die SG Dynamo Dresden geprägt wie kein anderer, als Spieler und Persönlichkeit. Sein Name wird immer untrennbar mit der Geschichte des Dresdner Fußballs verbunden sein. Dixi Donner war der Dirigent einer Mannschaft, die sich ab 1970 mit ihrem Stil in ganz Europa einen Namen machte. In Belgrad, Porto, Turin, München, Madrid, Lissabon oder Liverpool wurden die Dynamo-Spieler um den Libero modernster Prägung zu Dresdens Botschafter im besten Sinne. Ging das Flutlicht an, schien die ganze Stadt einschließlich Umgebung auf den Beinen und magisch angezogen zu sein. Es war folglich eher logische Konsequenz als eine Überraschung, dass es ein Ausnahmesportler wie Dixi Donner auf 100 Länderspiele brachte. Überwältigt war ich von der nahezu unglaublichen Wertschätzung für Dixi, als im Januar 2022 die schlimmen Ahnungen zur Gewissheit wurden. In den vergangenen Jahren war er mit Anerkennung nicht gerade verwöhnt worden, als Prophet im eigenen Land. Ihm ging es so wie vielen Mitspielern seiner Generation. Nun aber lagen da plötzlich hunderte Blumensträuße, Kränze und Gestecke. Vermutlich wäre der bescheidene Dixi eher peinlich berührt gewesen als dankbar auf all diese Sympathiebekundungen. Nun ist es an uns, mit der Dixi-Dörner-Stiftung sein Vermächtnis fortzuführen, sein Andenken in Ehren zu halten, denn Erinnerung und Dankbarkeit sterben nie. Auf jeden Fall würde es seiner Lebensleistung gerecht. So herausragend war und ist sein Stellenwert über die Stadtgrenzen hinaus. Nachfolgend einige Informationen zur Stiftung. Im Jahr 2007 ist von Pro RHS die Idee einer Fußball-Nachwuchsstiftung Dresden entstanden. Am 24. November wurde daraus die Dixi-Dörner-Stiftung und die 30.000 Euro als Stiftungskapital übernommen. Am 26. November beschließt die Mitgliederversammlung der SG Dynamo Dresden, der Stiftung beizutreten. Die aus dem Verkauf der Sondertrikots eingenommenen 60.000 Euro gehen als Zustiftung in die Dixi-Dörner-Stiftung. Mehrere Privatpersonen
haben in den letzten Monaten Spenden für die Dixie oder haben für die Dixie-Dörner-Stiftung gespendet. Die jüngste Spende von 500 Euro stammt von Christoph Daum. Also auch ein deutlicher Beleg dafür, dass die Strahlkraft von der Dixie-Dörner weit über die Stadtgrenzen hinausging. Ziel der Stiftung ist es, gemeinnützige Projekte in der Region zu unterstützen. Der Schwerpunkt ist die Förderung des Kinder- und Jugendbereichs im Fußballsport. Am 4. Februar wurden vor dem Heimspiel von Dynamo Dresden erste Zuwendungen getätigt. Je 2.000 Euro gingen an die Vereine Gelb-Weiß-Görlitz, bekanntermaßen sein Kindheitsverein, und Einheit Dresden-Mitte, wo er die letzten Jahre dann letztendlich das Traineramt ausgeübt hat. Der Stiftungsrat als Entscheidungsgremium setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen. Meine Wenigkeit als Stiftungsratsvorsitzender und Vertreter der Familie Dörner, Thomas Blümel als Vertreter der Gründungsstifter, Katrin Sachs, Vertreterin der Treuhänderin, Dynamo Dresden wird es jetzt noch zu benennen geben, wer das Amt von Jürgen Wehlen dann letztendlich in Zukunft übernimmt. Und dann wäre es natürlich schön, um dem Ganzen noch eine größere Tragweite zu verleihen, wenn sich die Stadt Dresden beteiligt und der Oberbürgermeister Teil des Stiftungsrates wird. Ich möchte mich schon vor der Abstimmung im Namen der Angehörigen und der gesamten Dynamo-Familie für die im Vorfeld geleistete Arbeit des Oberbürgermeisters und der Ausschüsse bedanken und würde mich über ein positives Abstimmungsergebnis freuen. Zum Abschluss, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gelesen mit dem Titel »Was bleibt, wenn wir sterben?« Der Tod ist nicht das Ende. Für die Dixie-Dörner-Stiftung war es der Anfang. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ralf Minge. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. SPD-Fraktion, Frau Mühlbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, lieber Herr Minge, vielen Dank für die sehr bewegende Rede. Dieser Antrag mit seinen drei Schwerpunkten, nämlich der Zustiftung der Landeshauptstadt zur Dixie-Dörner-Stiftung, der Vertretung des Oberbürgermeisters im Stiftungsrat und damit natürlich auch der Überwachung der Mittelverwendung sowie der Umbenennung einer Straße, hat in den bearbeitenden und den zuständigen Ausschüssen fast unisono Zustimmung erhalten. Das wundert nicht, denn Dixie Dörner war in dieser Stadt unglaublich beliebt. Und nach seinem Tod im Januar 2022 haben sich einige Fraktionen in einer Art Wettlauf damit überboten, Vorschläge zu machen, wie dieser Ausnahmesportler geehrt werden kann. Und dass er zu ehren ist, ich glaube, darüber sind sich alle Dresdnerinnen und Dresdner einig. Der Antrag, der heute hier zur Abstimmung steht, ist am Ende eine sinnvolle Essenz aus den vielen einzelnen Initiativen, Überlegungen und Ideen im Vorfeld. Und was noch wichtiger ist, er ist mit der Familie des Verstorbenen abgestimmt. Ich möchte nichts zur geplanten Umbenennung einer Straße sagen, sondern in gebotener Kürze etwas zur geplanten Beteiligung der Landeshauptstadt an der Dixie-Dörner-Stiftung und damit, dass es zumindest, Herr Minge hat es gesagt, ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit an der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Fußballsport. Dixie Dörner, das wurde gesagt und das weiß hier jeder, ist viele Jahre Trainer gewesen, hat viele Junioren-Nationalmannschaften betreut und man sagt ihm nach, dass er eine ganz tolle und ganz besondere Art hatte, mit jungen Menschen umzugehen, sie für den Fußball zu begeistern und sein Wissen weiterzugeben. Und zu Recht will die Stiftung, die seinen Namen trägt, und sie muss auch diese Arbeit fortsetzen. Denn die sportliche Nachwuchsarbeit, das wissen wir alle, nicht nur im Fußball, hat in den vergangenen, insbesondere Corona-Jahren, erheblich gelitten. Manche reden von einer verlorenen Fußballgeneration oder gar vom Aussterben des bei Kindern und Jugendlichen beliebten Straßenfußballs, weil Jungen und Mädchen lange Zeit nicht gemeinsam trainieren konnten, nicht auf der Straße trainieren konnten, nicht in Vereinen trainieren konnten, sich nicht treffen durften und viele haben in dieser Zeit auch ihre Mitgliedschaft in den Vereinen beendet.
Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Vereine, wir erleben das manchmal auch hier in Dresden, sondern auch auf die Gesundheit unserer Kinder. Und das ist die Herausforderung der kommenden Jahre, der sich auch die Dixi-Dörner-Stiftung stellen will und stellen muss. Nun auch unterstützt, hoffe ich, durch eine Zustiftung der Stadt und deren Vertretung im Stiftungsrat. Vor diesem Hintergrund ist es mir wichtig, dass die demokratischen Fraktionen im Stadtrat in dieser Frage ein einheitliches Bild abgeben. Nicht nur als ein Bekenntnis zum Ausnahmesportler Dixi-Dörner, sondern als ein Bekenntnis dazu, wie wichtig Kinder- und Jugendarbeit unter anderem im Fußballsport ist. Und ja, liebe Kollegin Wagner, ich weiß, das kommt noch für Jungen- und für Mädchenfußball in dieser Stadt. Und dabei geht es nicht nur darum, dass jeder oder jede ein Dixie wird, obwohl das natürlich grandios wäre für den Fußball in dieser Stadt, sondern darum, dass jede Initiative, die es sich zum Ziel setzt, in die Kinder- und Jugendarbeit im Fußballsport zu investieren, Unterstützung erfahren kann. Dafür lohnt es sich, als Stadtrat geschlossen einzustehen. Daher wird meine Fraktion diesen Antrag natürlich unterstützen. Vielen Dank. Dissidenten? Nein. AfD? Nein. Grüne? Herr Schulze, Wort gewünscht? Nein. CDU, Frau Wagner? Wenn die Frau Mühlbach mich schon ankündigt, dann komme ich auch kurz vor. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine werten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minge, herzlichen Dank für die bewegende Rede, es wurde gerade schon gesagt, für das sportbewegte Dresden und für jeden, der seit Jahren in dieser Stadt lebt, ob Fußballfan oder nicht, ist Dixi-Dörner natürlich ein Begriff und der Schock und die Trauer saß damals tief, als die Nachricht von seinem Tod uns erreicht hat. Sie hatten vorhin geendet mit dem Zitat. Das hat mich auch noch mal sehr bewegt, weil Sie haben recht damit. Das heute ist ein neuer Anfang und ein wirklich würdiges Gedenken an Dixi-Dörner. Als das damals passiert ist, und das war sicher auch dem Schock gemündet, gab es ja sehr viele schnelle politische Anträge. Wir waren da auch dabei. Ich sage das auch ein bisschen selbstkritisch, weil es drohte damals dazu zu kommen, dass man sich bei diesem Trauerfall irgendwie versucht, politisch zu profilieren. Und das ist bestimmt etwas, was nicht im Sinne von Dixi-Dörner gewesen wäre und was die Familie auch im Zuge der Ausschussdiskussion immer wieder gesagt hat, dass sie das nicht wollen. Hier soll kein politischer Streit entfacht werden. Und deswegen können wir heute sagen, was lange währt, wird gut. Denn am Ende waren die Ausschussdiskussionen und das immer wieder Vertagen konstruktiv, um die Familie mitzunehmen, um dem Oberbürgermeister die Möglichkeit zu geben, mit allen Beteiligten zu sprechen und alles gut zusammenzuführen. Das wurde vorhin auch schon gesagt, weil am Ende war es so, dass auch wir als Stadtrat eine gemeinsame Lösung finden wollen und die vielen Gespräche und der Austausch, den Sie da geführt haben, Herr Hilbert, der war sinnvoll und richtig. Wir begrüßen den Vorschlag des Oberbürgermeisters. Wie vorhin schon gesagt, ermöglicht das wirklich ein würdiges Gedenken an die Persönlichkeit Dixi-Dörner, aber es bündelt auch die Ideen, die im Zuge der Diskussion aufgekommen sind. Und was ich immer wieder gehört habe von Leuten, ich kannte Dixi-Dörner persönlich nicht, aber von Leuten, die ihn persönlich kannten, er war ein absolut bodenständiger Typ. Er war ein Förderer und er hatte ein riesengroßes Herz für den Nachwuchs und natürlich war er ein absolutes Fußballidol. Und deswegen möchte ich nochmal auf die beiden Formen oder die Form der Ehrung, die jetzt vorgeschlagen ist, eingehen mit der Stiftung. Denn die Beteiligung an der Stiftung, die steht für Lebendigkeit. Stichwort neuer Anfang. Und Lebendigkeit heißt, das war uns auch damals wichtig, dass der Name Dixi-Dörner immer wieder auftaucht. In dieser Stadt,
beispielsweise durch eine Straßenbenennung, aber auch durch das gelebte Leben. Und deswegen ist die Möglichkeit, über die Stiftung durch wiederkehrende Aktivitäten immer wieder den Namen Dixi-Dünner in Erinnerung zu rufen und den Nachwuchs aktiv zu fördern, ja, Jungen und Mädchen. Da hat die Stiftung jetzt viele Ausgestaltungsmöglichkeiten, um Dixi-Dünner lebendig zu halten in unserer Stadt. Und das Zweite ist auch die Straßenbenennung. Damit hat Dixi-Dünner eine dauerhafte, oder wird sie bekommen, eine dauerhafte Präsenz in unserer Stadt. Und wir werden zustimmen. Wir hoffen auch, dass das heute eine sehr breite Mehrheit findet. Und in diesem Sinne auf ein lebendiges Gedenken an Dixi-Dünner und sportfrei. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Herr Scheubach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minge, lassen Sie mich den Präsidenten der SG Dynamo Dresden, Herrn Holger Scholze, zu Wort kommen. Herr Scholze sagte Folgendes im vergangenen Jahr: Mit Dixi-Dünner ist nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen, wir haben auch einen Menschen verloren, der unser Herz erobert hatte. Über mehr als 5 Jahrzehnte hinweg hat er sich auf und neben dem Platz für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins in beeindruckender Art und Weise eingesetzt. Mit seinen überragenden Fähigkeiten als absoluter Ausnahmespieler hat er damals das Libero-Spiel mit besonderer Eleganz vollkommen neu interpretiert. Hervorzuheben ist gleichermaßen sein großartiges Engagement für die Belange unserer Sportgemeinschaft nach der aktiven Karriere. Soweit der Präsident der SG Dynamo Dresden. Meine Damen und Herren, er hat die Leistungen von Dixi-Dünner gewürdigt. Ich möchte einige wenige Punkte noch mal nennen. Als Spieler der SG Dynamo Dresden und als Nationalspieler der DDR erbrachte Dixi-Dünner herausragende sportliche Leistungen. Er wurde mit der SG Dynamo Dresden 5-mal Fußballmeister und 4-mal Pokalsieger. Mit der A-Nationalmannschaft der DDR absolvierte er 100 Länderspiele und gewann 1976 mit der Olympia-Auswahl die Goldmedaille. Meine Damen und Herren, es gibt sehr viele Gründe, die heute hier genannt worden sind, um Dixi-Dünner in besonderer Weise zu ehren. Und ich finde, es ist hier was Bemerkenswertes passiert in diesem Stadtrat, was tatsächlich nicht alltäglich ist. Es hat verschiedene Initiativen gegeben zur Ehrung von Dixi-Dünner. Es gab verschiedene Vorschläge, verschiedene Anträge. Und dann ist man nicht etwa in Konkurrenz miteinander getreten, sondern man hat miteinander das Gespräch gesucht und hat sich darauf verständigt, wir wollen im Sinne von Dixi-Dünner eine gemeinsame Lösung finden, die dann auch hier im Stadtrat eine breite Zustimmung erhält. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich in diesem Stadtrat. Wir haben nicht nur am selben Strang gezogen, sondern auch in dieselbe Richtung. Und ich wünsche mir sehr, dass wir auch heute und hier noch einmal ein deutliches Zeichen setzen und Dixi-Dünner ehren mit einer breiten Zustimmung zu dieser Vorlage. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam heute diesen Beschluss fassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit wäre die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Redner sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 54 keine Nein und 13 Enthaltungen. Damit wäre das so angenommen und damit auch beschlossen. Vielen Dank.